Welche Zukunft sehen Sie also für die Philosophie als Institution und Disziplin? Nun, Kant hat ja unterschieden zwischen Philosophie, Schulbegriff und Weltbegriff der Philosophie. Ich denke, das wird auch so bleiben müssen. Es wird immer so sein, dass wir einerseits eine Schuldisziplin haben müssen, wo auch eine gewisse Pedanterie herrschen muss und Begriffe sorgfältig gebraucht werden müssen. Selbst auf die Gefahr hin, dass dann mal die Aktualität ein bisschen aus dem Blick gerät. Auf der anderen Seite wird es immer eine Philosophie geben müssen, die, naja, heutzutage bis in die Zeitungen reingeht natürlich und die den Kontakt hält zur Aktualität, des Politischen auch. Es wird diese beiden Seiten geben müssen, nicht für eine Seite nur, kann man nicht in der Lebenspraxis, da würde jede Disziplin verloren gehen, jeder Fortschritt verloren gehen. Und das kann furchtbar sein für unser einer, wenn er ein Buch über die Klären verstehen Kontroverse geschrieben hat, über die vier Phasen, wenn man dann hört, wie das Thema diskutiert wird auf der Straße oder immer neu. Ne? Die fangen immer neu mit demselben Blödsinn an. Mhm. Ja, das ist die eine Erfahrung. Die andere ist natürlich, dass die Philosophie sich dort völlig entfernt vom Leben. Hier wird zigmal gesagt worden, ne? Angeblich jetzt, wie Herr Thalmayr meinte, die amerikanische Philosophie keinerlei Kontakt mehr hat mit der sozialen Wirklichkeit. Ich habe ja den Eindruck, dass zum Beispiel so ein Mann wie Rorty in einer Weise philosophiert, die zu sehr nach der sozialen Wirklichkeit schielt. Mhm. Und deswegen auch zu wenig der Disziplin, der Begriff wie streng ist. Ich habe eigentlich keine Angst, dass die Philosophie, wie es von Zeit zu Zeit heißt, sterben müsste oder... Mhm. Ja, wenn natürlich die Menschheit selbst kaputt geht, wenn wir alles verlieren und wenn es keine Kultur und so weiter mehr gibt, natürlich stirbt die Philosophie dann mit. Aber solange es die Menschheit gibt und solange sie in der Lage ist, irgendwelche Aufgaben zu bewältigen und ja, ich halte ja Vortritt für Pflicht sogar, solange wird es Philosophie geben müssen als zentrale Besinnung. Ne? Als zentrale Besinnung. Die kann natürlich das nicht alles selbst machen. Die Philosophie wird immer vor die immer kompliziertere Aufgabe gestellt sein, diese differenzierte Vernetzung irgendwie zu bündeln, zentral, von der Reflexion her. Ne? Mhm. Ich nehme mal ein Beispiel, das Beispiel Globalisierung. Da gibt es ja Globalisierungsgegner und Globalisierungsfreunde. Das halte ich schon mal für Unsinn. Solche die Globalisierungsgegner, die meinen, könnte man vielleicht die Globalisierung wieder rückgängig machen. Das wäre doch schon Quatsch. Die ist nicht reversibel. Ist auch nicht seit gestern erst im Gange. Die ist seit Beginn der Neuzeit im Gange. Seit der Kolonisation, seit die Erde eine geworden ist durch die Seefahrer und dann später Technik und Wissenschaft vor allem. Kommunikationstechnik, das kann man nicht rückgängig machen, völliger Unsinn. Aber die Frage ist, ich unterscheide zwischen Globalisierung erster und Globalisierung zweiter Ordnung. Die erste, die ist uns vorweg passiert, wie hat er gesagt, uns vorweg geschehen, die erste Globalisierung. Und jetzt die Globalisierung zweiter Ordnung ist aber unsere Stellungnahme dazu. Wir müssen darauf reflektieren. Und eine der großen Aufgaben ist eben eine weltbürgerliche Rechtsordnung, um nochmal mit Kant zu reden, eine weltbürgerliche Rechtsordnung, die immer noch bevorsteht, die auch gleichzeitig eine Rahmenordnung für die Weltwirtschaft sein müsste. Ist ja in Ansätzen da, aber natürlich recht und schlecht und zu kritisieren auch teilweise, wenn Sie die Institutionen sehen, Weltbank, Weltwährungsfonds, WTO und das alles, das sind ja Ansätze zu sowas wie eine Globalisierung zweiter Ordnung, nämlich einer Rechtsordnung, die das Ganze irgendwie bündelt. Aber das muss natürlich, da muss auch die Philosophie, die praktische Philosophie, kritisch sich engagieren dafür. Vor 5 Jahren wurde mir so richtig klar, aber viel zu spät im Leben, ne, ich von woanders her kam, müsste noch Ökonomie studieren. Das müsste ein Philosoph heute. Man kann nicht mehr praktische Philosophie treiben, ohne dass man was von Ökonomie versteht. Sonst wird sonst die ganze Ethik, man müsste. Aber niemand versteht was von Ökonomie. Ich habe nicht den Eindruck, dass es irgendeine Wirtschaftstheorie gibt, die man wirklich unterschreiben könnte. Nicht? Mm. Das ist chaotisch. Ich kann da nicht drauf eingehen. Nicht? Mm. Ich weder kann ich, äh, kann ich, ja, man
hat seinen Marx auch durchgemacht, natürlich und so weiter, aber ich bin zum Ergebnis gekommen, die Werttheorie von Marx im Kapital ist schlicht falsch. Die grenznutzen Leute haben recht und ja, aber auf der anderen Seite stehen dann die Neoliberalen, steht der Hayek und so. Und Hayek ist ein großer Mann und ich habe einiges gelernt, aber Hayek, der hält ja den Begriff der sozialen Gerechtigkeit für Unsinn oder Ideologie. Nee, das ist auch nicht. Der Hayek hat gesagt, wenn die dritte Weltvölker verhungern müssen, so haben wir keine Pflicht, ihnen zu helfen. Das ist eine Sache des Sozialdarwinismus, das regelt sich. Ja, also das ist ein riesiges Thema noch, eine Herausforderung nach wie vor, ja, wie auch die Biologie jetzt. Eine riesige Herausforderung, sollen die Menschen sich selber jetzt demnächst züchten, sollen sie die Evolution sozusagen in ihre eigene Hand nehmen, das ist auch ein riesiges Thema. Das kann aber ich nicht mehr behandeln, ich bin ein alter Mann. Sie würden aber auf jeden Fall sagen, dass die Philosophie sich in die Richtung ganz stark der Biotechnologie und Sie müssen das verfolgen, so wie jetzt solche, mit der Neurologie haben wir jetzt wieder so eine Debatte. Nicht? Ja. Sie sind hier wieder mal an dem Punkt, die Hirnforscher, wo sie sagen, es gibt keine Freiheit, es gibt keine Schuld, es gibt keine Verantwortung, alles Käse, das machen die Neuronen immer ein bisschen davor schon. Das ist das Neueste, in die Zeitung gucken. Das habe ich ja schon als Student erlebt. Natürlich nicht auf dem Level wie jetzt. Da haben wir einiges Neues entdeckt, die Hirnforscher wieder. Nicht? Ja, aber das ist eine riesige Herausforderung. Ich würde schon vor allen Dingen meinen, die Sache mit den Genen und Embryonen, die Sache, was da zu erlauben sei, was da nicht zu erlauben sei, ob man wirklich den Frühembryonen vor der Nidation, ja, wissen von der Einlistung, die kleinen Frühembryonen, um die geht es ja, um deren Rechte, ob man denen volle Menschenrechte zuschreiben muss. Haben Sie da eine konkrete Position eingenommen oder möchten Sie das Thema zuerst studieren? Das kann man auch nicht unmittelbar von meinem transzendental-pragmatischen Ansatz behandeln. Man kann es nur diskutieren, ja. Und es gibt Gründe für und Gründe dagegen und ich muss sagen, es ist ein furchtbar schwieriges Problem. Ich kann nicht ohne weiteres sagen, dass das etwa in dem ersten Paragraphen der deutschen Verfassung mit gemeint schon geregelt sei, wo es heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Die ist wirklich unantastbar, aber die Frage ist, ob diesen frühen Embryonen in dem Sinne die Würde des Menschen zukommen muss. Das ist eine riesige Frage, die ist nicht mitbeantwortet. Also, ich kann nicht mehr sagen. Das ist auch eine große Herausforderung, das war ja zuletzt. Und da Ökonomie nach wie vor auch, und diese Globalisierung zweiter Ordnung, wie ich das nenne, ist eine riesige Herausforderung, die für mich, für hier das Thema darstellt.